Hi, hier ist Mr. Lagiol. Willkommen zu der Lagiol-Welt von Original Lagiol.de. Heute möchte ich dir gerne zwei Unikate vorstellen. Es sind von einer Schmiede, eine sehr renommierte Schmiede, Familienbetrieb, die auch Lagiol-Messer herstellen. Heute haben wir allerdings zwei Taschenmesser. Und zwar einmal haben wir hier ein Thier-Taschenmesser, hier ein Stilver-Taschenmesser. Wir werden gleich erzählen, was Stilver bedeutet, mit sehr schönen Rückengiloschagen. Auch hier sehr schön, mit einer ganz fantastischen Damastklinge, rostfreie Damastklinge. Dann werden wir heute ein bisschen über das Unikato sprechen. Heute ist Unikato 20 plus 10, 20 Tag. Das heißt also, alle Unikate heute sind um 20% reduziert. Und du hast die Wahl zwischen weitere 10%, sodass du insgesamt auf 30% kommst, oder statt den zusätzlichen 10% 20 Karmos-Punkte. Die Bedingungen dazu werde ich auch gleich erklären. Dann werde ich mal ganz kurz was zu dem Merkur-Konzept erzählen, das ist richtig fortgeschritten. Und dann noch mal ganz kurz ein neues Konzept, was wir machen möchten, ein neues Video. Und da brauchen wir deine Meinung. Bis gleich.
fangen wir direkt an mit dem Unikato. Heute am 28. April 2024 ist Unikato-Tag. Das heißt, alle Unikate, die wir in unserem Sortiment haben, sind für unsere Kunden um 20% reduziert und haben dann die Möglichkeit, 10 weitere Prozent zu bekommen oder 20 Karmos-Punkte. Wie funktioniert das? Zum einen, wisst ihr, wir passen immer wieder unsere Aktionen und Events immer an. Das grobe Konzept bleibt ja, aber wir passen es immer an so, dass es ein bisschen attraktiver und schöner für dich ist. Wieder haben wir auch diese Aktion in OLC gemacht. Das heißt also, die Messer, die zur Wahl stehen, sind jetzt in der OLC zu sehen. Hier unter der besonderen Rubrik Unikato. Im April 2024, da habe ich alle Unikate eingestellt, die jetzt zur Wahl stehen, beziehungsweise die du günstiger kaufen kannst. Ich habe es hier gemacht und nicht automatisch reduziert um 20%, weil diese Aktion gilt, so wie die meisten Aktionen, nur für die OL-Kunden. Ein OL-Kunde ist jemand, der schon mindestens einmal bei Original Lagiol.de ein Produkt im Wert von 60 Euro oder mehr gekauft hat. Das definieren wir als OL-Kunde. Und die OL-Kunden dürfen an alle Events und Aktionen teilnehmen, die wir veranstalten, also auch an dieser Aktion. Wenn wir diese Unikate von vornherein um 20% reduziert hätten, so wie in den Jahren davor, dann würden das alle Kunden, beziehungsweise noch Nicht-Kunden, auch Neukunden, diese Unikate um 20% günstiger erwerben. Und aus dem Grund haben wir uns dieses Jahr entschieden, das eben nicht so zu tun. Das bedeutet, die Unikate bleiben zu dem regulären Preis, der im Shop entsprechend abgebildet ist. Du kannst ja in OLC gehen, in der Rubrik Unikato, April 2024, da siehst du alle Unikate nochmal in der Übersicht und da kannst du dann darauf klicken, kaufst das Produkt erst einmal zum normalen, regulären Preis. Du kannst ja auch gerne Vorkasse wählen, wenn du nicht vorfinanzieren möchtest für ein paar Momente. Dann haben wir in diesem schönen Feld, kannst du ja schreiben, ich möchte an dem Unikato-Tag teilnehmen und möchte zusätzlich, sagen wir mal, 10% oder zusätzlich 20 Karmos-Punkte schreiben. Das musst du da schon angeben, damit wir wissen, für welche der beiden Varianten du dich entscheidest. Dann prüfen wir, ob du ein OL-Kunde bist. Wenn du ein OL-Kunde bist, erstatten wir dir schon mal direkt die 20% von dem Unikato-Tag und dann schauen wir mal, was hast du da geschrieben in diesem Kommentarfeld. Wenn du 10% dazu haben möchtest, bekommst du 30% erstattet. Wenn du 20 Karmos-Punkte gewählt hast, dann bekommst du nur die 20% und schreiben wir dir die 20 Karmos-Punkte gut. Also es ist ganz, ganz einfach. Es reicht, wenn du wirklich schreibst, Unikato-Tag, ich nehme 20 Karmos-Punkte oder ich nehme die 10% zusätzlich in Anspruch. Also einfach nur einen Satz, dann wissen wir schon Bescheid. Wichtig ist eben, dass es nur für OL-Kunden ist. Und dann, wenn du zum Beispiel mit PayPal erstattet hast, gekauft hast, erstatten wir dir am gleichen Tag die Prozente zurück oder mit Amazon Pay ebenfalls oder Kreditkarte. Und wenn du dich entschieden hast für Vorkasse, dann passen wir die Rechnung entsprechend an und schicken wir dir die neue Rechnung mit den Rabatten darauf, sodass du den richtigen Betrag direkt überweisen kannst. Ja, ich hoffe, diese Regelungen sind auch interessant für euch und spannend. Warum die 20 Karmos-Punkte? Zum einen ist ein Karmos-Punkt 1% Rabatt. Das heißt, du kannst diese 20 Karmos-Punkte verteilen auf zukünftige Käufe, die du dann bei uns erwerben kannst. Oder du kannst an viele andere Spiele teilnehmen. Denk dran, möchte hier nochmal darauf hinweisen, wir haben das Chevalier
Jubiläum dieses Jahr. Das heißt, wir haben jetzt hier 20 Jahre Chevalier Lagiol und wir lassen von verschiedenen Messermachermeister und Schmieden ganz besondere Editionen herstellen, die limitiert sind zwischen 1 und 3 Stück. Und diese limitierte Editionen, die du nur im Rahmen dieses Jahres von Chevalier Lagiol Jubiläum kaufen kannst, die kannst du nur erwerben, wenn du Karmos-Punkte hast. Das heißt also, diese Produkte, die sind ebenfalls nur für unsere Kunden, für die OL-Kunden, wie ich schon gesagt habe. Und darüber hinaus, sag mal, wenn da steht 850 Euro plus, sag mal, 40 Karmos, bedeutet, du bezahlst die 840 Euro, aber du musst auch 40 Karmos dafür bezahlen. Ja, es geht nicht, dass du nur mit den 840 Euro das bezahlst, sondern du musst unbedingt die 40 Karmos haben. Es werden zwischen 5 und 50 Karmos fällig, je nachdem, was das für eine besondere Edition sein wird. Wir haben auch ganz besondere Designs im Kopf. Derby d'Auvilliers, Philippe Voisier werden auch mitmachen und auch viele andere Schmieden, speziell zu Ehren von Chevalier Lagiol zum 20. Jubiläum. Es werden richtig coole Messer kommen auf den Markt. Also denk dran, sammle Karmos-Punkte. Ich zeige sie hier nochmal. Einfach auf Lagiothek klicken und dann auf Karmos. Dann siehst du alle Möglichkeiten, wie du Karmos-Punkte sammeln kannst. Und ja, ich hoffe, du sammelst tüchtig. Auch in dem heutigen Video gibt es wieder die Möglichkeit, einen Karmos-Punkt zu sammeln. Der Code wird eingeblendet 3-mal in diesem Video. Und dann kannst du es ja auf der Seite originallagiol.de, wenn du dich eingeloggt hast und auf Karmos klickst, kannst du dann dort den Code eingeben. Da bekommst du schon direkt ein Karmos-Punkt, nur weil du dieses Video dir angeschaut hast. Kommen wir kurz zu dem Merco-Konzept. Das ist ein Konzept, wo Kunden, Teilnehmer, wie du wie einer bist, uns hilft bei der Gestaltung der Merkmale, der subjektiven Merkmale. Wir haben also in unserer Suche objektive Merkmale, wie zum Beispiel Stahlart, Länge, Anzahl der Platinen. Das sind objektive Merkmale, die klar an dem Messer zu sehen sind. Aber die Thiermesser und auch die Lagiol-Messer, die haben auch nochmal eine Rückengiloschage. Die Lagiol-Messer haben auch nochmal eine schöne Biene. Und wir wollen ein bisschen diese Schönheit, diese subjektive Schönheit quantifizieren als Merkmal unter dem Namen Standard, detailreich, kunstvoll und extrem. Und weil das subjektive Merkmale sind, kommt ihr ins Spiel. Das heißt also, wenn du dich meldest, dass du mitmachen möchtest, dann schalte ich dich frei. Erzähle ich gleich, wer dafür in Frage kommt. Ich schalte dich frei, dann siehst du bei allen Produkten hier Merco Bestimmung. Und wenn du darauf klickst, erscheint da diese Liste und dann kannst du dort entsprechend diese Merkmale vergeben. Und das Schöne ist, dass die Mehrheit bestimmt. Das heißt also, wenn 3 von euch sich entscheiden, dass es ja kunstvoll ist und 2 für detailreich, dann bekommt dieses Produkt das Merkmal kunstvoll. Und das ist eben das Schöne. Wir haben schon bereits 9 Teilnehmer. Vielen, vielen Dank schon mal, die sich da bereit erklärt haben, uns zu helfen. Und je mehr natürlich, desto besser ist es, desto schneller geht es. Es gibt übrigens keinen Zeitdruck, es gibt keinen Muss, sondern einfach, wie du möchtest, setzt du dich da einfach ein. Ob du jetzt 2 solche Messer pro Monat bestimmst und bearbeitest oder vielleicht 20, das liegt ganz bei dir, wie du Zeit und Lust und Laune hast. Und je mehr mitmachen, desto verfeinerter, desto feiner ist diese Angabe dann. Und das ist ein weltweit einmaliges Projekt, wo wirklich du als Kunde und Teilnehmer Einfluss nehmen kannst auf die Merkmale in der Suche eines Shops. Also echt cool und es ist natürlich cool, wenn du mit dabei sein willst. Und es kann natürlich nur diejenigen dabei sein, die auch schon mal mindestens 1, 2, 3 Produkte bei uns gekauft haben, wo ein gewisses Vertrauen da ist, wo wir vielleicht schon mal miteinander gesprochen haben. Aber das, was noch nicht ist, kann ja noch werden. Das ist ein langjähriges Projekt. Das heißt, du kannst jederzeit einsteigen und dich daran beteiligen. Vielen, vielen Dank, wenn du das bereit erklärst, dich da mitzumachen. Schreib mir eine E-Mail, wir können dann gerne in Kontakt treten.
ganz neu jetzt erweitern wir das Projekt, wir erweitern das immer wieder, dass wir gerne auch schon in der Übersichtsliste direkt sehen, welche Produkte du da schon bearbeitet hast und welche noch nicht bearbeitet hast, beziehungsweise bearbeiten ist so ein Wort, ist eher Merkmale gesetzt hast. Und jetzt kommen wir zum Schluss, bevor wir zu der Produktvorstellung kommen, zu einem kleinen Projekt, das wir jetzt machen. Und zwar, ich habe ja wunderschöne Bilder von vielen, vielen Messern im Laufe der Jahre gemacht. Und ich möchte gerne mit diesen Bildern und mit einigen weiteren Bildern, vielleicht aus Spanien, wo ich die Fotos auch gemacht habe, möchte ich gerne eine Dia-Show machen. Und zwar ein Video, wo nur diese Produkte vorgestellt werden. Und die Katharina, die Fotografin, die uns jetzt bei der Aktion The Lagiolo Way of Life hilft, macht da auch mit. Das heißt, sie wird einige dieser Messerfotos auch nochmal schön fotografisch verfeinern, ein bisschen verfremden, also ein bisschen Kreativität mit hineinbringen, sodass wirklich eine richtig tolle Dia-Show machen möchte mit einem schönen Musik im Hintergrund. Und der Sinn dieser Dia-Show ist einfach Entspannung. Wir möchten also nichts da verkaufen, so wie zum Beispiel hier. Klar, ich mache hier Werbung für die zwei Messer, die ich gleich vorstelle. Aber dort geht es einfach um Entspannung, um Genießen, um diese Kunstwerke einfach mit einer schönen Musik zu genießen. Und meine Frage an euch ist jetzt, wie lange soll das Video insgesamt dauern? Was denkst du, wie lange eine solche Dia-Show sinnvoll wäre, dass es lang ist? 10 Minuten, 20 Minuten, 30 Minuten. Ich denke, 30 Minuten ist so das Maximum, 10 Minuten ist das Minimum. Aber dazwischen, was wäre für dich so eine Größe, wo du sagst, hey, sowas würde ich mir mal gerne, wenn ich mich mal entspanne, einfach mal zuschauen. Und das ist nämlich sehr, sehr viel Arbeit, diese Bilder zusammenzustellen, schöne Übergänge zu machen, die passende Musik zu suchen. Die Katharina wird entsprechend die Fotos nochmal schön bearbeiten oder zumindest einige davon. Das ist sehr, sehr viel Arbeit und deswegen möchte ich gerne, dass es für dich die maximale Entspannung erreicht wird. Und deswegen bin ich gespannt, was du dazu sagst. Zu der Länge des Videos zwischen 10 und 30 Minuten und dann auch zu der Länge der Einblendung der einzelnen Bilder. In diesem Video zum Beispiel, so wie die meisten Videos, blende ich ja diese Dia-Show, die Produkte, zwischen 7 und 10 Sekunden. Man könnte vielleicht auch 15 Sekunden gehen. Was denkst du dazu? Also zum Beispiel in diesem Video, hat dir da die Länge gefallen von den Messern? Natürlich würden wir dann von jedem Messer nur ein Foto zeigen, sodass man richtig viele Messer sieht. Und nicht so wie jetzt in diesem Video, wo es nur zwei Messer in verschiedenen Stellungen natürlich gezeigt werden, sondern in dieser Dia-Show wird jedes Messer nur ein einziges Mal gezeigt und nicht aus verschiedenen Stellungen, sodass man ganz viele unterschiedliche Messer sehen kann. Würde mich freuen, wenn du entsprechend einen Kommentar schreibst, entweder hier unten unter diesem Video oder über MyChat, die besondere Funktion von Original Lagiolo.de. Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt kommen wir zu diesem wunderschönen Taschenmesser. Übrigens, heute ist Sonntag. Ich zeige im Rahmen dieser Unikato-Tag diese zwei Unikate. Die kannst du natürlich auch kaufen heute. Aber für nächsten Mittwoch habe ich ja 5 Unikate geplant von Le Fidel, die sogenannten Fidelos. Und die sind auch von Arca Andrea und 2020 und Lam Dema. Und ich habe dir ja vorgezogen, damit du diese auch nochmal heute mit Rabatt kaufen kannst. Denn normalerweise waren die für Mittwoch vorgesehen. Das Video wird auch am Mittwoch veröffentlicht, aber du kannst die heute schon kaufen. Insofern werden wir am Mittwoch keine Neuheiten haben, weil ich die heute mit reinpacke. Zwar nicht in diesem Video, aber in dem Shop, sodass du im Rahmen von diesem Unikato-Tag mit Rabatt kaufen kannst. Und übrigens, bei dem Unikato ist ja so, dass dieser Rabatt, diese 20%, die du bekommst, plus 10 weitere oder 20 Karmos-Punkte, die sind nicht kombinierbar mit irgendwelchen anderen Rabatte, nicht mit Karmos-Punkten, nicht mit sonstigen Rabatten. Also das Unikato ist nur für sich, das heißt, es ist nicht mit gar nichts kombinierbar, nur höchstens mit Gutscheinen natürlich, die sind immer gültig, die kann man immer mit kombinieren, aber sonst mit keinem anderen Konzept oder Rabattsystem, das wir haben. Jetzt kommen wir jetzt zu den Produkten.
Wir haben hier zwei besondere Produkte. Die Schmiede Goyo Chazo macht ja nicht nur Lagiol Taschenmesser, sondern hat auch eigene Entwicklungen, so wie diese hier. Einmal Tiermesser. Die Schmiede darf Tiermesser herstellen, weil die diese Gilde ist in Tier. Sie ist auch ansässig in Tier und darf diese machen. Und wie wir gleich hier sehen werden, ist das auch die einzige Schmiede, die hier das Haus Piru anbringen darf. Das ist das Wahrzeichen von der Stadt Thier. Und hier eine eigene Entwicklung, da werde ich gleich dazu sagen, wie diese Form und der Name gekommen ist. Fangen wir erstmal an mit dem Tiermesser. Wir haben hier eine hochinteressante Kombination aus Mammut-Backenzahn und aus Pappelholz gefärbt. Auch hier so ein bisschen mit Blau, wie man sieht, Grau, Braun, also sehr, sehr schöne, interessante Farben. Wir haben hier bei dem Pappelholz auch knorrenartige Elemente, sodass wir hier wunderschöne Verfärbungen haben. Also wirklich ein richtig, richtig tolles Pappenholzstück. Und es ist wirklich eine passende und schöne Kombination mit diesem türkis-blau, leicht grünem Mammut-Backenzahn. Und zusätzlich haben wir hier nochmal eine blaue Einlage, dass das alles nochmal so dieses Bläuliche unterstreicht. Das kann man hier auf beide Seiten sehen. Und wir haben hier eine Edelstahl-Trennung zwischen dem Mammut-Backenzahn und dem Pappelholz. Das ist das Modell Plain, das heißt, wir haben hier keine Metallbacken mehr. Würden hier natürlich auch nicht gut aussehen. Und hier als Galochage haben wir die in der Ausführung Brillant, das glänzt sehr schön. Und wir haben hier das Haus Piru. Ich blende gerade ein, das Haus Piru, das ist das Wahrzeichen der Stadt Thier. Das ist ein sehr, sehr altes Haus. Ich habe immer wieder in vielen Videos die Geschichte ein wenig erzählt. Und die Schmiede Goyo Chazo ist die einzige, die hier praktisch, wenn man es vergleicht mit Lagiol, Stadt der Biene, haben wir hier dieses Haus. Viele Thier-Taschenmesser haben hier gar nicht, sind einfach nur gerade. Manche haben einfach, einfach irgendwelche Formen, und hier ist eben halt das Haus Piru, das nur ausschließlich von Goyo Chazo benutzt werden darf. Und es ist auch auf der Unterseite galochiert. Also ein sehr, sehr schönes Taschenmesser. Zusätzlich haben wir hier eine Damasklinge. Eine rostfreie Damasklinge von Damastil. Unglaublich scharf. Und unglaublich schön. Ich finde sehr, sehr schön diese Spiegelungen hier, diese Muster. Wir haben mit der Schmiede gesprochen und hier steht ja noch Tier auf der Klinge. Hier ist es nicht so ganz einfach, das wegzumachen. Allerdings bei den Lagiol-Taschenmesser haben wir schon gesprochen, dass die Schmiede nur noch hier ganz klein das Logo macht. Bei den Tiertaschenmesser ist aus patentrechtlichen Gründen nicht ganz so einfach, dieses Logo hier zu ändern. Jedes Design muss eingereicht werden, genehmigt werden von der Gilde, und Änderungen sind dann nicht mehr so ohne weiteres möglich. Das ist unglaublich mittig, perfekt mittig. Das Taschenmesser kostet 1280 Euro. Beide nennen sich Unikalos. Das ist die Edition Unikalos. Wir haben für jede Schmiede einen besonderen Namen für die Unikate gefunden. Bei Lagiol Bari nennen wir die Barilos, bei Le Fidel nennen wir die Fidelos, und hier bei Goyo Chazo nennen wir die Unikalos. Ich hoffe, die klingen gut. Wir sind ja immer meistens spitze in Erfinden von Namen. Dieses Messer kommt aus der Edition Stilver, das heißt, es ist ein ganz eigenständiges Design. Wir haben hier im Griff
Büffelhornkruste und in der Mitte haben wir auch wieder Pappelholz und zwar in Gelb gefärbt. Das heißt, wir haben hier praktisch die gleichen Holzarten, nur unterschiedlich gefärbt. Wie kommt dieser Name zustande, Stilver? Die Schmiede sagt, dass Stilver ein Neologismus ist, der sich aus der Assoziation von drei Begriffen ergibt. Ein zeitgenössisches Design, Style, dann das natürliche und instinktive Griff mit dem Namen Silver und ein geschmiedetes Stahlherz, das ästhetisch ist wie Silber. Wie Silber, daher Stilver. Und dieser Griff, diese Halbrunde oder zumindest könnte man auf dem Umfang von einem Kreis anlegen, das ist praktisch geformt wie die Handfläche. Schauen wir mal, wenn ich es in der Handfläche halte, ja, das ist auch so ein bisschen rund, also sehr, sehr interessant. Ich überlege mal gerade, ich halte beide Formen hier in der Hand und schauen wir mal, wie die in der Hand liegen, wie ist die Haptik, also das ist hier schon mal hervorragend, gerade wenn ich hier so schneide oder so schneide, je nachdem, man schneidet damit ja auch schon mal Steaks oder Früchte, Käse, Salami, dann schneide ich vielleicht so, also das liegt auch hier sehr gut in der Hand, muss ich sagen, und hier dieses Halbrunde. Auch gut, also sehr interessant, obwohl die eine völlig andere Form hat, würde man meinen, die fühlen sich ganz anders in der Hand. Dann aber ich muss sagen, durch diese runde Form liegt das auch richtig gut in der Hand. Ich bin überrascht, also es ist wirklich sehr, sehr schön. Sehr interessant. Und wir haben hier, wie schon sagte, diese Büffelhornkruste, das heißt, ist die Oberfläche genauso wie bei einem Tier, wie bei dem Horn entsprechend ist. Und hier eine sehr schöne gefärbte Pappelholzknorre. Die Guilochage ist auch schön, wie wir das kennen von Thiermesser oder von Lagiolmesser. Die Schmiede kann das einfach sehr schön machen. Sehr, sehr schön. Und hier, wo eben halt die bei den Lagiolmesser die Biene ist, haben wir hier einfach so eine S-Form. Und auch hier haben wir ein Rosendamast. Richtig schöne Klinge. Und hier hat man natürlich auch klitzeklein geschrieben, so dass man das ganze Design der Klinge sehr schön sehen kann. Ganz toll. Kommen wir kurz zu Messungen. Erstmal das Gewicht von dem Stilver. Das liegt bei 100 Gramm oder 96. Schauen wir nochmal. Okay, 96 Gramm. Und das Diätmesser 106 Gramm. Sehr interessant, warum dieser Unterschied da ist. Ich vermute mal, das liegt einfach daran, dass wir hier ein Stück versteinertes Material haben. Ist sicherlich schwerer. Ansonsten von den Maßen her sind die ja relativ gleich. Wir haben hier 12,2 cm und hier 11,9, also auch 12 cm grob gesehen. Die Klinge. Insgesamt 9,4 und hier ist ein bisschen weniger, 9,1. Das heißt, die sind ja ziemlich ähnlich. Schauen wir mal von der Dicke her. Wir haben hier 1,9 und hier 1,7. Ja, der Stilver ist insgesamt hier 2 mm kürzer, da 2 mm kleiner, so dass vielleicht auch dieser Gewichtunterschied von 7, 8 Gramm, ne, aber eigentlich fast 10 Gramm Unterschied da sind. Ja, sehr interessante Messer, wie schon gesagt, im Rahmen der Unikalos
nicht im Rahmen der Unicato-Aktion sind auch diese zwei Unicados ebenfalls günstiger einzukaufen von unseren Kunden. Du siehst ja, es lohnt sich, Kunde von original-lagiol.de, es lohnt sich, die Karmos-Punkte zu sammeln. Übrigens haben wir immer wieder die Fragen, ob die Karmos-Punkte auch schon bei der ersten Bestellung eingelöst werden können. Das geht leider nicht. Das heißt also, du kannst jetzt schon Karmos-Punkte sammeln für Newsletter abonnieren, für YouTube abonnieren, für das Video schauen. Das geht auf jeden Fall, auch wenn du nur registriert bist bei original-lagiol.de, aber einlösen in Form von Prozenten, ein Karmos-Punkt ist 1% Rabatt, geht nur, wenn du schon wieder OL-Kunde bist, das heißt also, mindestens ein Produkt im Wert von 60 Euro zuerst gekauft hast, danach kannst du natürlich die Karmos-Punkte einlösen. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß mit dem Unicato-Tag heute, bis zum nächsten Mal, dein Mr. Lagiol.